Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Wir reden heute über die ganzen Events, die wir in Season 5 sehen. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video. Diese Woche Mittwoch um 18 Uhr startet ja schon Season 5. Um 17 Uhr wird es Patch Notes dazu geben. Und wir werden heute oder morgen oder heute und morgen noch mehr Informationen zur neuen Season seitens Call of Duty bekommen. Wir reden als erstes über das Shadow Faction Event, das in Season 5 stattfinden wird. Dieses Event startet nicht direkt zum Start von Season 5, sondern erst am 4. August. Das ist diesen Freitag um 19 Uhr. Dieses Event wird ähnlich sein wie das Vondel Event. Hier wirst du Solo-Herausforderungen haben, die du abschließen musst. Und es wird auch eine Community-Herausforderung geben. Für das Abschließen der Community-Challenge wirst du einen Operator-Skin als Belohnung bekommen, eine Tarnung und einen einstündigen Doppel-Battle-Pass-EP-Token. In diesem Video rede ich über die vier Events, die wir in Season 5 sehen werden, in denen du komplett kostenlose Items freischalten kannst. Das erste Event ist, wie gesagt, das Faction-Shadow-Event. Das wird, wie gesagt, diesen Freitag um 19 Uhr an den Start gehen. Die anderen Events werden erst später in der Season kommen. Sobald das Update am Freitag um 19 Uhr da ist, wird es einen neuen Tab in-game geben, wo du Events sehen kannst. Dann kannst du da drauf gehen und siehst das ganze Event. Du kannst dich dann in diesem Event für eine Fraktion entscheiden, entweder für die Shadow Company oder für die Task Force 141, weil beide Fraktionen sich in irgendeinem Kampf befinden und dieser Kampf geht bis zum 16. August und am 16. August findet ein Waffenstillstand der beiden Fraktionen statt. Wenn du dich für eine Seite entschieden hast, kannst du hier Herausforderungen für deine Fraktion abschließen, um dafür Belohnung zu bekommen. Du kannst, by the way, auch jederzeit deine Fraktion wechseln, um die Herausforderungen der anderen Fraktion abzuschließen und die Belohnungen dafür ebenfalls zu bekommen. Die erste Fraktionsherausforderung ist, erziele 50 Operator Kills. Das ist die Hauptherausforderung. Wenn du diese abgeschlossen hast, erhältst du eine Visitenkarte und ein Emblem. Das kannst du für jede Fraktion machen. Also bei jeder Fraktion ist die Hauptherausforderung gleich. Nachdem du die Hauptherausforderung für eine Fraktion abgeschlossen hast, kannst du die weiteren Herausforderungen, die fraktionsspezifisch sind, auch abschließen. Für die Seite der Task Force 141 steht im Blogpost folgendes, und zwar: Die Task Force 141 geht gerne mit Finishing Moves und Nahkampfwaffen nah an den Gegner heran oder sie setzt alles ein, was nötig ist, um mit Kampfgewehren Weitschüsse in die Ferne zu gehen. Das heißt, wir werden hier für die Task Force 141 eine Herausforderung sehen, wo du eine bestimmte Anzahl an Finishing Moves ausführen musst wahrscheinlich. Dann wird es eine weitere Herausforderung geben, in der du Nahkampfkills machen musst und dann noch eine weitere, in der du mit Kampfgewehren Weitschüsse machen musst. Und für die Seite der Shadow Company steht im Blogpost folgendes: Shadow Company hingegen bevorzugt Stealth mit SMG-Eliminierungen von hinten oder nutzt alles in ihrer Ausrüstung zu ihrem Vorteil, wie zum Beispiel Werfer und tödliche Ausrüstung. Eine Herausforderung wird hier sein, dass du Kills mit einer MP von hinten machen musst. Die andere Herausforderung wird sein, dass du Kills mit deiner Ausrüstung machen musst, also mit Granaten, Termit oder Semtex. Und in einer weiteren Herausforderung wirst du Kills mit einem Werfer machen. Davon gehe ich aus, so habe ich diesen Text interpretiert. Und für das Abschließen der Herausforderungen bekommst du Belohnungen wie Stufensprünge im Battle Pass, Fahrzeugskins und eine Waffen-Blueprint-Variante für das Abschließen aller Herausforderungen einer Fraktion. Du kannst aber natürlich auch alle Herausforderungen beider Fraktionen abschließen und dann bekommst du zwei kostenlose Waffen-Blueprint-Varianten, die du dann hier freischalten kannst. Das Event endet hier jedoch nicht. Du kannst nach Abschluss aller Herausforderungen einer Fraktion noch Folgendes freischalten, und zwar einen Operator-Skin, eine universelle Tarnung und einen einstündigen Battle Pass-EP-Token. Und zwar werden während des Events deine Kills für die jeweilige Fraktion getrackt, der du dich angeschlossen hast, und dort kannst du bis zu 50 Kills für eine Fraktion
beisteuern. Und die Fraktion, die am Ende die meisten Kills gemacht hat, bekommt dann die Belohnung. Also wenn die Task Force 1-for-1 gewonnen hat, bekommst du einen Soap-Skin und wenn die Shadow Company gewonnen hat, bekommst du einen Horangi-Skin plus diese universelle Tarnung und einen einstündigen Doppel-Battle-Pass-EP-Token. Aber diese Belohnung bekommst du nur, wenn du für die Fraktion, die gewonnen hat, auch alle Herausforderungen abgeschlossen hast. Deswegen kann ich hier nur empfehlen, die Herausforderungen für beide Seiten abzuschließen, damit du auf jeden Fall auch die Community-Belohnung bekommst, egal welche Fraktion gewonnen hat. Den Operator-Skin für Soap haben wir eventuell bereits hier in den Bildern zur Season 5 gesehen und das könnte eventuell der Skin hier im Hintergrund sein, aber es könnte natürlich auch ein anderer Skin sein. Der Horangi-Skin, den wir bekommen werden für die Shadow Company, wird eventuell der hier sein, weil er auch zum Design der Shadow Company passt, komplett in schwarz gehalten, könnte auch ein guter Ranked-Skin sein. Der nächste Operator, der hier Sinn machen könnte, wäre dieser hier, den man ebenfalls im Season 5 Blogpost sehen kann. Ich finde diesen sogar noch mal geiler als den davor, aber ich gehe eher mal davon aus, dass wir den Skin davor bekommen werden. Das war's mit den Informationen zu dem ersten Event, das wir bekommen werden. Ich denke, ihr seid jetzt sehr gut vorbereitet für das Event am Freitag. Im Blogpost steht übrigens auch noch, dass das Event am 16. August mit einem Waffenstillstand aufhören wird. Und das Interessante ist jetzt, dass dort noch Folgendes steht. Und zwar wählen Sie eine Seite, kämpfen Sie bis zur letzten Minute, lassen Sie sich belohnen und warten Sie auf weitere Befehle, wenn das Event endet, noch vor der Saisonmitte. Das Mid-Season-Update wird ja wahrscheinlich am 30. August rauskommen, also hätten wir noch 2 Wochen vor dem Ende dieses Events bis zum Mid-Season-Update. Wir wissen aber nicht genau, was nach dem 16. August passieren wird, aber es wird anscheinend weitere Anweisungen geben. Eventuell startet dann ein weiteres Event oder sowas. Vielleicht hat es auch etwas mit dem MW3-Reveal-Event zu tun. Vielleicht startet dann eine Art Easter Egg bis zum Mid-Season-Update und dass wir dann das MW3-Reveal-Event bekommen werden. Man kann zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur spekulieren, was passieren wird. Wir wissen es nicht. Wir müssen da noch auf weitere Informationen warten. Das zweite Event, das wir bekommen werden, ist das 50-jährige Jubiläum von Hip-Hop, das in COD gefeiert wird. Hier musst du keine Herausforderungen abschließen, sondern dich einfach nur täglich in das Spiel einloggen, damit du die Belohnung bekommst, wie 3 War-Tracks. Das werden Hip-Hop-Songs aus den 80ern, 90ern und 2000ern sein und du kannst dann noch zusätzlich eine Waffen-Blueprint-Variante bekommen, wenn du dich zwischen dem 7. August und dem 16. August mindestens an 4 verschiedenen Tagen einloggst. Das Hip-Hop-Event wird auch mit den lizenzierten Operatoren gefeiert, wie Snoop Dogg, Nicki Minaj und 21 Savage. Dann wird es auch noch das COD 2023 Event geben, an dem das neue COD MW3 offiziell mit einem Trailer revealed wird. Hier musst du dich mit der Shadow Company zusammentun und Raketen vor dem Angriff der Conny-Gruppe schützen. Anschließend soll man laut Leaks auch noch in einen Bunker unter Zaya gehen müssen, um dort einen Gaskanister zu finden und anschließend musst du mit ihm exfiltrieren. Ich habe ja gesagt, dass das MW3-Reveal-Event direkt am Mittwoch schon starten wird, aber es ist momentan nicht wirklich klar, ob das wirklich stimmt. Leaks haben es vor einigen Monaten bereits vorausgesagt, dass es am 2. August starten soll, aber momentan ist man sich einfach nicht wirklich sicher, weil im Blogpost erstens kein Datum steht. Also wir wissen nicht, wann es kommen wird. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es eventuell auch erst am 16. August nach dem ersten Shadow Faction Event kommen könnte oder auch am 30. August mit dem Mid-Season Update. Ich weiß es nicht. Wir müssen da wirklich noch abwarten. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich durch das Teilnehmen am Event auch eine Visitenkarte und ein Emblem bekommen. Und ich denke mal, dass wir nach dem Reveal Event MW3 bereits auch schon vorbestellen können. Das letzte Event, das wir in Season 5 bekommen werden, ist das Season 5 Reloaded Tarnungs-Event. Das bekommen wir mit dem Reloaded Update und zwar haben wir hier insgesamt 10 Herausforderungen, die wir abschließen können für verschiedene Waffenkategorien. Für das Abschließen einer Waffenkategorie bekommen wir dann eine Tarnung für die jeweilige abgeschlossene Kategorie und dann bekommen wir nochmal eine geilere Tarnung für das Abschließen aller Herausforderungen und diese wird wahrscheinlich animiert sein. Das werden Herausforderungen sein, wie erreiche 250 Abschüsse mit LMGs, mache 30 Headshots mit DMRs oder erreiche 3 Kills ohne zu sterben und das 20 Mal mit Sturmgewehren und so weiter. Wir haben im Blogpost dazu noch einen kleinen Teaser bekommen und zwar steht hier, Spieler von Modern Warfare 2 und Warzone sollten im Verlauf der Season 5 mit weiteren Freischaltungsherausforderungen rechnen, nicht zuletzt mit
einer Reihe von Aufgaben rund um das Fachwissen im Umgang mit Fahrzeugen. Also könnte es sein, dass wir einige Fahrzeugherausforderungen ebenfalls abschließen müssen und einer ausführlichen Tarnungsherausforderung mit entsprechend beeindruckenden Belohnungen. Also sie haben geschrieben, dass die Belohnungen beeindruckend sind, also müsste die Tarnung auch beeindruckend sein. Und wenn sie beeindruckend sein soll, dann müsste sie erstens animiert sein und zweitens auch noch richtig geil aussehen. Und das war's jetzt mit den ganzen Events, die wir in Season 5 bekommen werden. By the way, Season 5 wird wahrscheinlich die beste Season sein, die wir in diesem COD-Jahr hatten. Also könnte es sich eventuell lohnen, da mal reinzuschauen. Wir werden heute, by the way, auch wahrscheinlich neue Infos zur neuen Season bekommen von COD. Eventuell einen neuen Blogpost, einen Trailer, vielleicht auch einen Black Cell Trailer. Mal schauen. Aber in Season 4 kam der Black Cell Blogpost und der Trailer einen Tag vor dem Update. Das heißt, der Black Cell Trailer und Blogpost könnte dann wahrscheinlich eher morgen kommen. Vielleicht bekommen wir dann heute einen Breakdown Blogpost einer der neuen Multiplayer-Maps. Das kann ich mir persönlich eher vorstellen. Und was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass wir einen DMZ-Blogpost bekommen, weil DMZ ja der Host des MW3-Reveal-Events sein wird und dort passiert auch einiges in DMZ. Deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen. Wir müssen abwarten. Heute 19 Uhr wahrscheinlich mehr Infos dazu. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr es gut und informativ fandet, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da für mehr Videos von mir in der Zukunft. Kommt auch in den Livestream rein. Ganz oben ist der Link in der Beschreibung. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.